Gerade jetzt im Winter haben sie Hochsaison. Die Mitarbeiter der städtischen Forstverwaltung. In den kommunalen Wäldern müssen verstärkt Baumfällarbeiten vorgenommen werden. Holzeinschlag heißt das in der Försterfachsprache. In der kalten Jahreszeit ist dies für den Wald am schonendsten. Denn er befindet sich in einer Art Narkosezustand. Die Bäume sind außer Saft. Holzeinschlag im Stadtwald Forstkasten. Derzeit werden hier mit dem großen Harvester hauptsächlich Fichten gefällt und verkaufsfertig gemacht. Kein Kahlschlag, wie die städtischen Förster betonen, sondern wichtige Maßnahme in der nachhaltigen Waldpflege. Grundsätzlich wird auf den insgesamt 5000 Hektar großen städtischen Waldflächen immer mehr nachgepflanzt als rausgeschnitten. Die Förster fällen nur einzelne Bäume, um die verbleibenden Stämme zu vitalisieren, so die Fachsprache. Wir bei der Stadt München, wir betreiben einen Waldbau mit dem Ziel, die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes zu gewährleisten. Und das schafft man, indem man stabile Mischwälder schafft. Wenn Sie jetzt im Wald überhaupt nichts machen, keine Bäume schlagen, dann wächst das hoch. Die Bäume konkurrieren sich gegenseitig in der Krone, werden instabil und dadurch viel, viel anfälliger gegen Sturmwürfe. Und da ist der Motor für einen stabilen Mischwald, ist einfach der Holzeinschlag, der ist bitter, bitter nötig. Für Spaziergänger heißt es aufpassen. Die Absperrungsgebiete sollten auf keinen Fall betreten werden. Immer wieder werden die Förster kritisiert, dass sie mit den modernen großen Maschinen unnötig Waldboden zerstören. Wir sind mit den Maschinen, die wir jetzt haben, wesentlich schonender, als es jemals war. Es wird immer propagiert, Pferde und so weiter und die gute alte Zeit, es stimmt nicht. Wir befahren die Fläche nicht, das heißt, wir fahren nur auf Brückegassen. Nur dort wird reingefahren und dazwischen im Abstand von 40 bis 50 Meter bleibt der Wald völlig unbelastet. Auch wird den Förstern häufig vorgeworfen, dass sie mit diesen Rückegassen dauerhafte Narben hinterlassen. Nein, das stimmt nicht. Also der Bodendruck ist durch die Breitenreifen so gegeben, dass nach 3-4 Jahren wieder was drauf wächst. Und durch die Eindachsung, also das heißt die ganzen Dachsen von den Giebeln und alles, dass die eingefahren werden, durch das ist wieder gegeben, dass da wieder das Holz durchwächst. Hier zum Beispiel eine ehemalige Rückegasse. Der Boden ist nach 2 bis 3 Jahren wieder völlig intakt. Die städtischen Förster fällen hauptsächlich Fichten, aber auch Tannen, Eschen und Bergahornbäume. Das Holz geht schließlich in den Verkauf. Und weil die Holzpreise aktuell so hoch sind wie seit 20 Jahren nicht mehr, wird auch noch gutes Geld in die Stadtkasse gespült.